Bei der Jobsuche wird das Thema Nachhaltigkeit bei vor allem jungen Menschen immer wichtiger. Wenn man Artikel und Berichte darüber liest, was der jungen Generation wichtig ist bei einem Arbeitgeber oder bei einem Beruf, dann fallen Begriffe wie Diversität, Nachhaltigkeit, etwas Positives bewirken für die Gesellschaft. Natürlich denken bei weitem nicht alle junge Menschen in diese Richtung, aber der Anteil, der wird größer und die Bedeutung dieser Themen wird definitiv größer, das kann man auch heute schon sehen. Vor allem jungen Menschen ist es also wichtig, dass sie mit ihrer Arbeitskraft etwas Positives bewirken. Mit anderen Worten, sie suchen vor allem Sinn und Erfüllung in ihrem Beruf. Es zählt also immer mehr die Frage, ob man persönlich hinter dem stehen kann, was man da beruflich macht. Dieses Thema ist aber nicht nur für Schülerinnen und Schüler interessant, die demnächst ins Berufsleben einsteigen, sondern diese Fragen stellen sich natürlich auch Personen, die bereits seit Jahren im Berufsleben angekommen sind und nun vielleicht über einen Jobwechsel genau aus diesen Gründen nachdenken. Es wird also höchste Zeit, dass wir uns auf diesem YouTube-Kanal einmal dem Thema Nachhaltigkeit widmen, dass wir darüber sprechen, was ist überhaupt ein nachhaltiger Job, welche Aufgaben gibt es denn in der öffentlichen Verwaltung und welche Berufe gibt es eigentlich in der Verwaltung, in denen ich mich nachhaltig engagieren kann. Noch ein Hinweis, in diesem Video sprechen wir lediglich über Berufe, die ja sozusagen dem Erwerb dienen, also keine ehrenamtlichen oder freiwilligen nachhaltigen Tätigkeiten, sondern das alles heute dreht sich um Berufe, ja, gegen Bezahlung im Bereich Nachhaltigkeit. Wenn man sich mal in Jobportalen umsieht und Jobs sucht rund um diese Themen Nachhaltigkeit, dann findet man Unternehmen, die beispielsweise Referenten für Nachhaltigkeit suchen oder Mitarbeiter für das Thema Nachhaltigkeit. Bevor wir über einzelne Berufe sprechen, klären wir doch erst einmal, was machen eigentlich Menschen in nachhaltigen Jobs? Beginnen wir bei den Unternehmen. Nehmen wir an, ein Unternehmen setzt sich eigene Klimaziele und das ist ja durchaus der Fall, auch bei größeren Unternehmen, beispielsweise auch ein bekanntes Beispiel, die Deutsche Post, bei der dies der Fall ist, dann hat dieses Unternehmen also ein bestimmtes Klimaziel, das es erreichen möchte. Jetzt stellt dieses Unternehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, die dem Unternehmen dabei helfen, das eigene Klimaziel zu erreichen. Du kannst dich beruflich für den Umweltschutz einsetzen, indem du beispielsweise bei einem Naturschutzgebiet arbeitest oder bei einer Forschungsstation. Auch Ingenieure für Umwelttechnik zählen zu diesem Bereich. Zusammengefasst kann man also sagen, dass du dich in einem nachhaltigen Job mit deiner Arbeitskraft dafür einsetzt, dass Natur und Umwelt erhalten werden und die Lebensqualität von Menschen sich verbessert. Sprechen wir jetzt über drei verschiedene Möglichkeiten, wie eine solche Tätigkeit im Bereich Nachhaltigkeit in der öffentlichen Verwaltung aussehen kann. Zunächst sprechen wir über eine Beschäftigung bei einem Landratsamt, dann bei einer Stadtverwaltung und schließlich bei einem Landesamt für Umwelt. Beginnen wir bei einem Landratsamt. In einem Landratsamt gibt es eine Abteilung für Umweltschutz und Wasserrecht. Dort gibt es verschiedene Sachgebiete, Emissionsschutzrecht, Wasserrecht, Gewässerschutz, Umweltschutz und so weiter. Diese Sachgebiete sind sogenannte Fachstellen, die bei bestimmten Bauplanungen berücksichtigt werden müssen. Wenn etwa industrielle Anlagen geplant und gebaut werden sollen. Man prüft und genehmigt also gewisse Anträge über bauliche Anlagen. Je nach Fachbereich ist man dann eben auch zuständig für den Gewässerschutz, für die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen, für Wasserrecht oder auch für Abgrabungsgenehmigungen. In diesen Sachgebieten gibt es sowohl Mitarbeiter im Verwaltungsbereich als auch Mitarbeiter im technischen Bereich. Also Ingenieure, die das Ganze technisch prüfen und Verwaltungsmitarbeiter, die eben den rechtlichen Hintergrund mitbringen. Ein weiteres Beispiel für nachhaltige Jobs ist die Stadtverwaltung. Dort gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man beruflich einsteigen kann. Wir sehen uns das Ganze jetzt mal am Beispiel eines Verwaltungswirts an, denn als Verwaltungswirt bist du innerhalb der Stadtverwaltung in verschiedenen Sachgebieten einsetzbar. Du arbeitest beispielsweise bei der Entwicklung und Planung von neuen Grünflächen mit, kümmerst dich um die Erhaltung von Parks, um den Ausbau von Parks oder die Anpassung an die künftigen klimatologischen Bedingungen. Denken wir auch daran, dass immer mehr Stadtverwaltungen Stabsstellen für Klimaschutz und Klimaresilienz haben. Also ja, ein ganzer Stab von Mitarbeitern, die sich darum kümmern, wie man
die Stadt anpasst an die sich verändernden klimatologischen Bedingungen. Ja, das heißt, die Stadt sozusagen auch darauf vorbereiten, dass sich das Klima verändert. Sei es Maßnahmen des Hochwasserschutzes oder die Erarbeitung eines Hitzeschutzplans. In einer Stadtverwaltung ist aber auch eine soziale Tätigkeit möglich, etwa in einem Amt für Familie, Jugend und Soziales. Du hilfst diesen Menschen bei der Antragstellung und sorgst eben dafür, dass ihnen die Sozialleistungen auch zukommen, die ihnen nach dem Gesetz zustehen. Als drittes sehen wir uns die Landesämter für Umwelt an. Einfach gesagt haben die Landesämter für Umwelt die Aufgabe, dass Wasser, Natur, Luft und Boden umweltverträglich genutzt werden. Es geht nicht nur um den Schutz dieser natürlichen Grundlagen, sondern es geht auch darum, dass davon keine Gefahren für Menschen ausgehen. Und um diese Aufgabe erfüllen zu können, brauchen die Landesämter für Umwelt viele Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen. Das sind wissenschaftliche Mitarbeiter, Sachbearbeiter im Verwaltungsbereich, aber auch Geoinformatiker etwa. Also alleine bei den Landesämtern für Umwelt gibt es eine ganze Bandbreite an Berufen, bei denen man sich ja immer für letztendlich Nachhaltigkeit einsetzt. Und das sozusagen wären einmal drei große Felder, in denen man sich einsetzen kann, die Landesämter für Umwelt bei einer Stadtverwaltung oder auch bei einem Landratsamt. Du siehst also, es gibt sehr wohl nachhaltige Jobs im öffentlichen Dienst. Mich würde jetzt noch interessieren, wie wichtig dir dieses Thema ist bei deiner Berufswahl, ob du dich aktiv damit auseinandersetzt oder ob du vielleicht bei deiner Berufswahl dieses Thema gar nicht beachtet hast. Wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal, wenn du weitere solche Videos sehen möchtest. Wenn du weitere Fragen hast rund um nachhaltige Jobs in der öffentlichen Verwaltung, dann schreibe mir gerne einen Kommentar. An dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache. Am Dienstag, den 23. August, findet um 17.15 Uhr ein Webinar gemeinsam mit Waldemar von Plakos statt zum Thema Meine Bewerbung im öffentlichen Dienst. Wenn du vorhast, dich künftig bei einer Verwaltung zu bewerben und Behörden grundsätzlich für dich interessant sind als Arbeitgeber, dann kannst du gerne an diesem kostenlosen Webinar teilnehmen, indem wir eure Fragen beantworten, indem wir euch zeigen, wie das Einstellungsverfahren in der Verwaltung abläuft und indem wir dir auch zeigen, wie du dich optimal auf das Assessment Center, auf das Vorstellungsgespräch oder den Einstellungstest im öffentlichen Dienst vorbereiten kannst. Den Link zur Anmeldung für das Webinar findest du in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch.